Morgen ab 11 Uhr. 1989, da hat der Künstler Wolfgang Prinz in Düsseldorf-Unterbach die Galerie Eichenwand eröffnet. Wie der Name schon sagt, eine Galerie. Gleichzeitig aber auch das Wohnhaus von Wolfgang und seiner Frau Marlies Prinz. Jede Menge bunte Bilder, die die Prinzes auch zweimal im Jahr zur Schau stellen. Dann darf jeder, der an ihrer Kunst interessiert ist, durchs Wohnzimmer stapfen. Aber wie lebt es sich so mit so viel Kunst um einen herum? Unsere Serie Wohnart zeigt's uns. In Prinzens Garten wimmelt es vor wilden Tieren. Die blaue Oma hat vom Kaltblüter bis zum Blutsauger alles bestens im Blick. Wolfgang Prinz hat den eigenen Garten zur Kunstbühne gemacht. Ja, das ist meine Farbe. Blau ist seit langem schon meine Farbe. Ich kann mich noch erinnern, es ist ungefähr 20 Jahre her. Da ging ich durch die Kölner Altstadt und entdeckte ein wunderschönes blaues Bild von Yves Klein. Seitdem bin ich begeistert und fasziniert vom Blau. Und alles mache ich im Blau, ob Esel, Pferd, Schmetterlinge. Es ist einfach meine Farbe und vor allen Dingen, es passt wunderschön zu dem Grün der Wiesen, der Bäume und der Hecken. Im Wohnzimmer sieht es bei Familie Prinz immer wieder anders aus. Je nachdem, was hier gerade an den Wänden hängt. Die Stimmung bestimmen die Bilder, die der Hausherr alle einzeln anstrahlt, damit sie selber ihre Leuchtkraft entwickeln. Obwohl die Kunst eindeutig die Hauptrolle spielt, hat die wohnliche Atmosphäre nicht gelitten. Das gefällt auch den Freunden und Fremden, die zweimal im Jahr zur Vernissage in die Wohngalerie kommen. Wir haben letztens mal nachgerechnet, so ungefähr 3000 Leute, die durch unser Wohnzimmer schon gegangen sind. Ich meine, das ist eine ganze Menge. Ja, es lebt sich aufregend eigentlich, ne? Also wir sitzen abends hier am Kamin manchmal, wenn ein neues Werk entstanden ist. Und dann, ja, ich bin Kritikerin von meinem Mann. Ich bin da auch ganz objektiv. Ich habe meine Lieblingswerke. Bin immer traurig, wenn dann mal eins weg ist. Und wir diskutieren abends sehr kontrovers über die neuen Sachen, aber meistens geht's dann zu seinen Gunsten aus. Das Ehepaar Prinz ist verrückt nach Kunst und das nicht nur nach der eigenen. Eins der absoluten Lieblingsstücke kommt zum Beispiel aus München. Ja, ich sammle auch Kunst von anderen Künstlern. Das ist zum Beispiel das Modell Tutti Frutti. Ich finde das sehr ausgefallen. Von den Früchten. Ich habe nur noch keinen Platz gefunden. Ich weiß noch nicht, wo ich es aufhängen soll. Und meine Frau weiß es auch noch nicht. Also da rätseln wir noch rum. Deshalb hängt es hier einfach so ein bisschen seelenlos an der Wand. Aber warten wir es ab. Ich werde einen Platz schon finden. Auch im Badezimmer findet sich bei Wolfgang Prinz natürlich kein Effa-Spiegelschrank aus dem Baumarkt. Die Kunst fängt bei mir schon vor dem Frühstück an. Das sieht man hier bei diesem Facettenspiegel. Ich mache sehr gerne Plattenspiegel, also verschiedene Platten trage ich auf, damit man sich auch in den Facetten spiegeln kann. Darauf kommt es mir an. Und deshalb reibe ich auch hier, weil diese Spiegel natürlich immer wieder beim Zähneputzen ein paar Spritzer abkriegen. Das Highlight im Esszimmer ist, Überraschung, der Esstisch. Ja, da haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das ist einmal unser Esstisch und einmal unser Billardtisch. Für beide hatten wir keinen Platz, also haben wir uns gedacht, machen wir daraus eine Kombination. Und dieser Billardtisch, der ist sogar beheizt, hat eine richtig dicke Schieferplatte, also ist ein Originaltisch. Und wir beide machen dann immer gerne Folgendes, nach dem Essen werden die Kalorien hier wieder abtrainiert. Und so geht der Herbstabend im Hause Prinz zu Ende. Mit einem Glas roten Wein und dem Blick aufs blaue Pferd. Ja, ähnlich bunt erstrahlt auch bald der Nachthimmel, der hinter mir